So, wie lässt sich eine existierende ALM, Application Lifecycle Management, Struktur aus Testplan, Testlab in ALM Octane abbilden? Das werden wir uns jetzt anschauen. Angenommen, ich habe diese Struktur mit Mercury Tours, dann habe ich Book Flight als ein Thema, was ich abdecke in meinem existierenden ALM-Projekt mit verschiedenen Testfällen. Flight Confirmation wäre ein Thema, Flight Cost, Flight Finder, Select Flight und dann einige Testfälle. Und im Testlab führe ich diese dann entsprechend in den jeweiligen Strukturen aus. Wie lässt sich jetzt so eine Struktur in das ALM Octane abbilden? Schauen wir uns das mal an. Ich befinde mich gerade hier im Application Modules und habe schon mal eine kleine Hierarchie angelegt. Das alles können wir ignorieren. Also hier habe ich jetzt Mercury Tours, Flight Tours als Ordner angelegt, was hier quasi den Mercury Tours, oder machen wir das auch umbenennen, Mercury Flight Tours widerspiegelt. Dann habe ich hier verschiedene Ordnerstrukturen nach Thematik, wo ich dann auch meine Testfälle in ALM sortiert habe. Und in Octane würde ich quasi auch entsprechend hier Ordnerstrukturen haben, die dann thematisch nach meinen Testfällen sortiert sind. Und wie kann ich so eine Struktur anlegen in ALM Octane? Zum Beispiel, ich habe jetzt hier vier Strukturen und in das ALM habe ich fünf Strukturen. Das Flight Confirmation fehlt. Ich könnte das mal rauskopieren und in Octane auf Mercury Tours, auf den Knoten, wo ich das anlegen möchte, klicken. Dann gibt es hier oben einen Bleistift, Edit, und jetzt kann ich hier auf dieser Ebene die Flight Confirmation anlegen. Mit Add ist das hinzugefügt und ich kann dann hier sehen, es ist angelegt. Jetzt darunter könnte ich hingehen und Testfälle erstellen. Wir haben in ALM unter Flight Confirmation vier Testfälle. In Octane würde das dann so aussehen. Ich gehe dann hier unter der Registerkarte Test hin und kann dann hier entsprechend die Testfälle anlegen. Ich hole mir nur die Namen jetzt aus dem ALM. Das wäre Flight Confirmation. Durchkopieren. Also Details könnte ich auch kopieren entsprechend. So, und dann in Octane muss ich jetzt schon sagen, zu welcher dieser Phasen gehört der Testfall. Ist es ein Acceptance-Test, End-to-End-Regression, Sanity? Das kann ich dann entsprechend hier auswählen. Ich kann zusätzlich noch sagen, für welche Themen in meinem ALM Octane dieser Testfall noch gilt. Ja. Also aktuell ist er nur für Flight Confirmation. Ich könnte jetzt sagen, der gilt aber auch für Select Flights. Und dann würde in diesen beiden Strukturen Select Flights und Flight Confirmation beachtet werden. Mit Add füge ich den hinzu. Und dann habe ich hier den Testfall angelegt. Unter Steps habe ich jetzt in Octane verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich habe hier einen Texteditor, wo ich die einzelnen Schritte hinzufügen kann. Hier zum Beispiel Login to Application. Dann müsste ich vielleicht einen Validierungsstep haben, also der ehemalige erwartete Resultat aus ALM. Das wäre dann vielleicht Login was successful oder ist successful. Und dann könnte ich den nächsten Schritt angeben, Book a Flight. Go to Confirmation und dann Validierungspunkt, check that the Confirmation Text is appearing. Und so würde ich quasi meinen Testfall abbilden. Könnte das auch dann in eine andere Ansicht umswitchen und der würde es mir hier entsprechend auch anzeigen. Wenn ich soweit bin, kann ich den Testfall abspeichern. Könnte auch weitere Schritte hinzufügen über Call Steps. Könnte den Testfall auch versionieren, verschiedene Versionen hochladen. Wäre auch möglich. Aktuell habe ich hier zwei Versionen zu diesem Testfall. So einmal das Standardversion und dann die ich eben jetzt angelegt habe. Und da sehe ich dann auch entsprechend die Unterschiede. Wenn ich jetzt hier einen Schritt nochmal hinzufügen würde, dann könnte ich sagen Logout from Application und könnte dann hier Save Version machen.
2.0 speichern und dann ist diese Version auch entsprechend hier sichtbar. Kann ich hier die beiden Versionen miteinander auch vergleichen. So, hier habe ich alle Versionen, dann kann ich hier den Unterschied auch entsprechend für die Testfälle sehen. So habe ich dann halt einen Testfall erstellt. Der hat natürlich auch einen Workflow dahinter, könnte dann hier die Phasen auf Step by Step von einer Phase in die andere Phase erlegen. Habe hier einige Details zum Testfall, die kann ich hier ablegen. Und natürlich auch, wer ist der Owner des Testfalles, machen wir mal Marco Traxel, müsste hier dabei sein, ja. Speichern. Und so habe ich jetzt diesen Testfall angelegt für die Struktur Flight Confirmation. Wenn ich weiß, ich möchte diesen Testfall noch vielleicht nicht nur bei Select Flights und Flight Confirmation verwenden, sondern auch vielleicht unter Book Flights einfach Drag and Drop auf Book Flights legen und dann sieht man hier, hat er das aktualisiert und dieser Testfall ist dann auch für Book Flight verfügbar. Und so habe ich dann halt die Strukturen in Octane angelegt. Wenn ich in ALM das ausführen möchte, muss ich hier im Testlab die entsprechenden Ordner anlegen für die Releases, die Zyklen planen, darunter die Testsets abbilden und dann den Testfall ausführen. In Octane habe ich da andere Möglichkeiten. Das alles findet hier im Application Modules statt, wo ich dann hier basierend auf verschiedene Filterkriterien mir die Testfälle raussuchen kann. Zum Beispiel, ich möchte jetzt alle Testfälle, die manuelle Testfälle sind und für den Bereich End-to-End in Frage kommen. Für Book Flight möchte ich ausführen, also alle markieren, dann hier ausführen, heutigen Datum angeben, das ist der 19.07.2016 als Testnamen. Könnte hier Release auswählen, für welches Release gilt dieser Testfall. Und natürlich zusätzlich habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich führe diesen Testfall auf eine QA-Umgebung aus und was für Browser sind involviert. Firefox IE nehmen wir mal. Gibt es irgendwelche DBs, die involviert sind? Nehmen wir mal MySQL. Hier könnte man vielleicht noch Windows 8 nehmen. Und das sind dann meine Einstellungen für die Umgebung. Mit Draft Run wird der Testfall nicht wirklich in den Report mit einbezogen. Wenn ich das jetzt weglasse und Let's Run mache, dann sehe ich hier entsprechend den Manual Runner starten und er geht natürlich hier mit dem ersten Testfall auf, wo ich Schritt für Schritt die einzelnen Schritte sehe und kann hier auch sagen, wie das erwartete oder aktuelle Resultat war. Und ich muss hier nur für die Validation Steps, also erwartete Resultate, das Häkchen setzen, passt oder fehlt. Das kann ich entsprechend dann hierüber auch einfach abbilden. Wenn ich zum nächsten Testfall möchte, kann ich hier über dem Pfeil zum nächsten Testfall gehen und dann zeigt er mir hier die Schritte an. Oder wenn ich alle Testfälle in der Gesamtheit sehen möchte, kann ich das hierüber auch entsprechend sehen und bewerten, wie der Testfall bzw. das Ergebnis war. Wenn ich dann fertig bin, kann ich hier auf Stop drücken und das alles wird hier aktualisiert. Und möchte ich jetzt nur die Ergebnisse sehen, die für mein Release zu treffen, dann kann ich hier nach dem Release filtern und sehe dann die Ausführungen entsprechend für mein Release, sowohl für die Testfälle als auch für das Defect-Modul oder für die Defects, die ich für diese Bereiche angelegt habe, als auch für den Report. Und die passen sich entsprechend auch darauf an. Und so könnte man das ALM.NET, also was heute in der traditionellen Quality Center Art und Weise gelebt wird, in Octane abbilden, das Testplanmodul und das Testlab-Modul zusammen in Kombination mit den Releases und Zyklen über verschiedene Filterkriterien kann dann in Application Modules abgebildet werden. Ich habe da auch alle meine Defects, die dazugehören, kann auf die Ordnerstrukturen entsprechend auch sagen, er soll diese Information nach oben hin propagieren oder nicht. Könnte hier nach gewissen Defects suchen. Not working vielleicht. Dann sehe ich hier Login not working. Nur noch.